Herzliche Dokumentation, das ist meine Firma in 5 bis 10 Jahren vom Technologiezirkel Industrie 4.0 am 23. August 2017 im Business Park laufen. Mein Name ist Ehrlich und ich bin Sebastian Meunier bei der Erstellung des Konzepts sowie in der Durchführung des Workshops unterstützt. Vielen Dank, Sebastian, dass du mich hinzugezogen hast. Wir haben begonnen mit einer Runde bei den Teilnehmenden und einem kurzen Austausch zum Thema Informationen. Darunter gab es Informationen von Sebastian vom Minrate-Projekt und auch vom Basel Hack, der Ende Oktober stattfinden wird. Danach in den Workshop eingeschrieben. Die Ziele des Workshops sind die Konkretisierung von Industrie 4.0 Möglichkeiten für Ihre Unternehmen in 5 bis 10 Jahren. Weitblick. Nur mit einem ist es möglich, Optionen für Ihre Unternehmen im Heute zu sehen. Hier ist auch die, wir gemeinsam durchgegangen sind. Und es beginnt gleich mit der Wahl der Dimensionen. Das sind Dimensionen. Wir haben uns überlegt, wie können wir dieses Thema überhaupt angreifbar machen, diskutieren machen und mit einer Liste von Dimensionen eingestiegen. Es gab einiges an Diskussion im Plenum natürlich, was so eine Dimension beinhaltet und dass es sehr, sehr viele Querschnittsmengen eigentlich zu diesen Dimensionen sind da. Zu Dimensionen übergegangen, die für die Anwesenden die größten Herausforderungen ihrer alltäglichen Arbeit darstellen und mit diesem Blick in die Zukunft als erfolgsentscheidend empfunden werden. Hier sehe ich, das heißt, die Dimension Menschen, der Dimension Produktion und der Geschäftsmodell angenommen. In diesem Schritt haben wir Gruppen gebildet, jeweils die Faktoren dieser verschiedenen Dimensionen erarbeitet haben. In diesem Schritt 3 wurden diese erarbeiteten Inhalte von an weiter und präzisiert. Also es gab einen Wechsel von der ersten ursprünglichen Gruppe auch in andere Gruppen. Wir haben Ergebnisse und hat einer gestellt, um auch wirklich in allen Dimensionen auch mit arbeiten. Hier sehen Sie die erste Dimension Menschen. Wir arbeiten hier anhand von 4 Quadranten erfolgt: Probleme, Bedürfnisse, Risiken und Trends. Das kann man wissen, das ist aber in dem Moment jetzt gar nicht so wichtig. Es kommt auf jeden Fall wieder. Dimension Produktion. Das Modell. Schritt ging es dann darum, diese arbeitenden Faktoren oder Rahmen zu bewerten, und zwar wiederum aus der Relevanz dieser Unternehmen. Hier können Sie jetzt sehen, wie die Bewertung bestimmte Faktoren sichtbarer hat. Das ist genauso wie bei der vorigen Darstellung schon, habe ich hier die wichtiger bewerteten Parameter herausgenommen. Problembereich, die Identifizierung von Kompetenzen, bei den Wissen, neue Methoden der Ausbildung, kontinuierliche Ausbildung und auch den Punkt Sinn geben. Und da finden wir fehlende Kompetenz, immer mehr Leute ohne Arbeit und die Instabilität der Gesellschaft. Mit sehr, sehr vielen Punkten, Beschleunigung der Änderungen und der Punkt
diese Hierarchie mehr gibt. Im Bereich Bohnen finden wir Probleme. Einige verschiedene Faktoren hier, darunter falsche Investitionen, vernetzte System Lifecycle, Time to Market, Ressourcenmodell und welche Schwierigkeiten. Unter den Risiken haben wir den Chef oder die Geschäftsleitung, unter Unsicherheiten wie Hacks oder Viren, unter dem die Flexibilität, andere Indikatoren und Kundenbedürfnisse. Bereits steht die Automatisierung, die gehackt geworden zu sein, die Robotik. Im Bereich Dimension des Lebens beginnt wieder bei den Problemen. Haben wir fehlende Visionen, zur Entscheidungsunfähigkeit führt, das Um- oder den Mindset-Change sich als schwierig gestaltet. Die Position in einer Wertschöpfungskette oder in einem Netzwerk, was sind die Kernkompetenzen oder Ressourcen? Datenmanagement, Datenanalyse, Daten zu Smart Data. Und in dem Punkt ist das Verhalten der Konkurrenz, die Komplexität und die Konkurrenz durch Geschäftsmodelle. Also hier wurde vor allem der Bereich Startups angesprochen, die sich schnell bewegen können. Es geht in Richtung Service, Everything as a Service. Und der Punkt Allianz total und vertikal entlang der Wertschöpfungskette. Im nächsten und letzten Schritt wollten wir diese konkreten auch mit Beispielen hinterlegen und haben um Illustrationen gebeten. Hier sehen Sie einige zu den verschiedenen Parametern, rechter Dimension Menschen, Dimension Produktion, und dann wieder im Bereich der Dimensionsmodells. Das kann ich Ihnen noch zu den Dimensionen zeigen, die einfach noch konkreteren Eindruck geben. Den Dimensionen. Und über den Grund sah auch ein bisschen den Eindruck von unserer gemeinsamen Arbeit. Und dann gehen wir weiter zur Dimension. Und noch ein Geschäftsmodell. Okay, der nächste Punkt, mit dem wir beschäftigt waren, haben welche Themen sind gewünscht? Sie sehen die Liste und Weiterentwicklung der Ergebnisse von dem Workshop. Gab es der Wunsch nach diesem Umdenken, diesem Mindset-Change, vielleicht mal unter die Lupe zu nehmen anhand von Methoden und Tools.
aktuelle Beispiele aus den Unternehmen. Wir hatten von Potenzialen. Hier natürlich sehr gerne noch den Input von vielen von Ihnen bekommen, die es leider nicht geschafft hatten, zum Workshop zu kommen. Der ROI, also Erfolgsfaktoren für Innovationsprojekte im Bereich Industrie 4.0, Interface-Themen, die wir noch aus dem vorherigen, also ich glaube vor dem Workshop aufgeraten. Dann hier gibt es dann von uns Artificial Reality und Lokalbeispiele, Industrie 4.0 Beispiele, Beispiel ABB oder von Uber Schweiz, was die Punkte erhalten hat. Ich habe gesagt, dass Sie nachgehört, nachgelesen und vielleicht im Nachhinein auch noch nachgedacht haben. Sehr gerne natürlich Feedback zu dieser Art der Dokumentation und würden uns freuen, dass auf ein Echo stößt. Da bringt einsam auf den Informationsstand zu sein. Vielen Dank nochmal, mein Name ist Jutta Jährlich.